Menschen ein Wolf, die Früchte des Paradieses, sie scheinen so golden, hängen am Bäumen, weit oben in Ästen. Und es ist anstrengend, dort nach oben zu klettern, zumindest damals, doch heute haben wir Leitern. Oder schütteln an Stämmen und die Früchte, sie fallen dann in unsere Arme. Wir müssen sie nur verteilen, doch scheitern am Bereicherungszeitplan ein paar weniger Meister, wie uns die Verträge unser Benehmen erleichtern. Mit Tinte auf Blättern dachten wir, wir kämen dann weiter. Schwerter aus Begriffen, vielleicht begreifen wir nur gemeinsam wie die Gelehrten uns geißeln. All das Gedruckte, all die Knebel, all der Druck, all die Winkel und Paragraphen, klein gedruckt. Eifersucht und die Angst zu sterben, klein zu bleiben, hindern uns ab, weiter, komm. Es werden Lebenszeiten notwendig sein, um die Welt in die Hufen zu klatschen. Es geht um ein komplexes Konstrukt oder einen komplexen Zufall aus uns selber. Vielen komplexen Konstrukten und Zufällen, Unterdrückungsmechanismen, die ich nicht durchschaue. Ich schnappe mein Besen und kehre vor der Tür eines Hauses, das jemand anders besitzt, wo ich Miete bezahle. Für ein gutes Apartment bin ich der schlechtesten Lage und ich würde gern teilen, wofür mir der Kaufvertrag fehlt. Doch erstmal wird es so bleiben, denn die Grenze, die steht, die Grenze rund um Europa, geschützt durch Luft, See und Boden. Stoppt die Menschen, die her wollen, trotz und aufgrund ihrer Todesangst. Und ich bin in Gedanken bei ihnen und auch mit meinen Worten. Und das nützt ihnen gar nichts, sie werden weiter ermordet. Jetzt sind sie so hoch, es ist einfach, sie gegen uns zu verwenden. Die Mauern sind so hoch wie unsere Götter. Selbst wenn sie fallen, werden sie uns doch zerschmettern. Die Mauern wurden von uns gebaut.